Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenspezial. Ja, nachdem Minecraft das LP jetzt im Moment ein bisschen ausfällt wegen, ja, ich muss noch warten, bis die letzten Folgen hoch sind, bis ihr mir endlich die super wichtigen Kommentare gegeben habt, habe ich mir dabei entschlossen, wieder ein bisschen in der Singleplayer-Welt weiter zu spielen, und ich habe jetzt auch beschlossen, in die 1.4 zu gehen, nicht in die 1.5, auch nicht in die 1.6, nein, in die 1.4. Und da habe ich beschlossen, mal das Mob-Züchtungssystem von MinecraftExperten.de nachzubauen, und werde ich auch hier an dieser Stelle nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Außerdem werde ich dieses Video als Video-Unpod posten. Und ja, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ich wollte auf euch noch warten. Ich habe jetzt bloß vorher mal eben, leider ein bisschen zu spät. Ich hätte das Ganze auch wesentlich kürzer und wesentlich einfacher machen können. Ich habe Singleplayer Commons nämlich später noch installiert, und zwar um die ganzen Schafe da reinzubekommen. Das sind jetzt ungefähr 40, dürften es sein oder so, um die ganzen Minecarts voll zu bekommen. Das heißt, ich habe alles da hinten selbst gebaut, und das war ziemlich scheiße. Aber nun gut, es funktioniert auch. Bei mir ist eigentlich alles gleich wie beim Minecraft-Experten.de, nur ich habe es, sagen wir mal, absichtlich in die falsche Richtung gebaut. Ich Vollidiot. Nein, im Nachhinein stimmt's. Also ich habe es quasi bloß, das Teil hätte quasi daher gehört und das Teil hätte dahin gehört. Aber dann wäre das so komisch rum, und ich möchte sowieso, weil da ja meine Getreidefarm ist, also brauche ich ja das Getreide, hier das Ganze haben, und von dem her passt schon. Ich habe dann einfach nur ein bisschen hier hin und her bauen müssen. Macht aber, soweit ich weiß, auch noch nichts. Okay. Redstone ist alles ganz genau gleich wie bei ihm. Es leckt gerade extrem. Vielleicht liegt es daran, weil ich einen Haufen Programme offen habe. Schließen. 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 Ja, ist schon mal ein bisschen... Ja, ist schon viel besser. Ja, es ist ja... Vielleicht können wir noch von Fahr auf normal runtergehen. Und zack, sieht man gar nichts mehr. Aber ich habe 14 Frames. Sind schon mal 5 oder 6 mehr als vorher. Okay, ja, hier ist eigentlich alles gleich, wie gesagt. Ja, hat sich nicht recht viel verändert im Vergleich zu seinem. Ich habe es möglichst detailgetreu nachgebaut von seinem Tutorial. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Und, ich habe mir gedacht, wir befüllen jetzt mal das Ganze hier. Wir fangen mit dem rechten an. Wir machen auf Auto, auf Aufladen und starten das Ganze. Und dann hoffen wir mal, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, sieht am Anfang schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, da drin dürften sich so an die 40 Schafe befinden. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ich werde jetzt hier mal ein bisschen verweilen, und ich komme zurück, wenn ich dann... Ja, oder? Oder nein, ich mache jetzt einfach nur mal stumm und ein bisschen Speed-Modus. Bis dann, Chosen. Oh, und da sind wir jetzt wieder da, im normalen Modus. Ihr habt gesehen, es hat relativ gut funktioniert, das mit Automatik und so. Was nicht ganz so gut funktioniert hat, ist, es haben ein paar Schafe gefehlt, aber das macht gar nichts, weil die können wir dann einfach irgendwann später mal aufladen lassen von alleine. So, jetzt zeige ich euch noch kurz den
Kill-Switch-Modus töten. Habe ich jetzt zumindest mal angegeben. Jetzt hoffe ich bloß, dass das auch funktioniert. Jetzt müsste gleich das Schaf da hochkommen. Kommst du, Schaf? Bitte lass mich nicht im Stich. Oder bist du schon oben? Nein, bist du auch nicht. Da weiß ich auch nicht ganz, ob die Höhe reicht. Wo bist denn du? Es kommt nicht hoch. Aha. Ja gut, das ist jetzt nicht so das Optimale. Warum steigst du nicht? Ich glaube, ich habe eine Idee. Warum, aber das werde ich wohl oder übel mal wann anders ausprobieren müssen. Jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne raus, bevor ich sterben muss. Dankeschön. So. Ja, jetzt dachte ich gerade, ich habe das Wasser falsch schon eingebaut. Aber hat schon gestimmt. So. Nochmal ins Bett. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal auf Aufladen nochmal. Und das da unten, das muss ich dann später nochmal umbauen. Jetzt probieren wir es einfach mal mit dem Getreide, das wir jetzt einfach mal frisch ernten werden. Auch wenn noch nicht alles fertig ist vielleicht. Ernten wir mal nochmal kurz das Getreide. Jetzt hat es nämlich auch nochmal einen richtig guten Sinn. Auf geht's. Wir nehmen dabei kurz sowas her. Weil ich jetzt nicht Bock habe, Ewigkeiten zu warten. Ja, was ein bisschen komisch ist, die ganzen Sachen haben jetzt andere Sounds. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Pre-Release 4 liegt oder so, aber naja, ist ja auch egal. So, da ist schon wieder was drauf. Das soll eigentlich nicht sein. Naja, ist ja Wayne. Wegen Samen wird man jetzt nicht gleich aggro. Aber man könnte es werden. So. Ja, gefällt mir immer noch sehr gut, das Ding. Ist auch schon ewig her, wo ich das gebaut habe. Muss ich mal wieder das Video raussuchen. Das mache ich auch relativ gerne, sage ich jetzt mal. Oder oft nicht, aber gerne. Mal, wenn ich mal wieder so alte Bauwerke sehe, dann schaue ich mir oftmals gern, ja, wie auch immer jetzt, die alten Videos dazu an. So, nachpflanzen kann man später noch. Das muss jetzt nicht in dieser Aufnahme passieren. So. Und dann werden wir doch das Ganze einfach mal auf Automatik lassen. Wir nehmen den rechten Stapel und drücken auf Start. Und dann stellen wir uns hier her. Und dann bin ich mal gespannt, welches Viech... Ich glaube, diesmal müsste es... Oha. Das so geplant war. Aber ich glaube es... Ah, das andere Kind schubst das andere Minecraft raus, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es funktioniert. Naja. Ich meine, solange es funktioniert, passt es ja, oder? Auf alle Fälle. Und wir sehen doch auch immer schön, wenn es aus ist, hört es nämlich automatisch auf, die Automatik. Also ist es auf alle Fälle sehr effizient, die Automatik. Das finde ich ein bisschen komisch, aber ich glaube, da können wir auch notfalls mit so einem kleinen Half-Slip-Block aushelfen oder so. Jetzt habe ich vergessen, die zu breeden. Scheiß drauf. Macht ja hoffentlich nichts. Solange sie dann nicht da oben auf einmal das Kind bekommen. So, und jetzt dürften wir bald durch sein mit dem ersten Stapel. Zack, zack. Ja, solange es sich wiederholt, ist alles okay, aber... Ich glaube, das setze ich dann nochmal, wenn die Kisten weg sind, weil da waren jetzt eigentlich nur die ganzen Minecarts drin dabei. Da setze ich dann einfach nochmal so Half-Steps oder so und dann stehe ich hier auch nochmal perfekt. Und das müsste dann schon passen. Oder ich lasse da doch die Kisten... Ja, wenn es lang genug funktioniert,
Probier's einfach oft genug aus. Jetzt scheint es so, als hätten wir alle durch von der rechten Seite. Und ihr seht, wir haben einen Haufen kleine Babyschafe. Ja, wunderbar. So ist es doch niedlich. Und so soll sie auch sein. Scheiße. Ja, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Ich muss nämlich darüber. Ach, ich habe noch eine Schere. Okay. Stirb. Dankeschön. So. Ach, du Kacke. Du hältst dir im Kopf nicht aus. Und irgendwie verlieren die Kleinen noch gar keine Erfahrungspunkte. Ist jetzt aber auch mal wurscht. Aber ihr seht, es funktioniert. Jetzt muss ich nur noch das hier hinbekommen, dann kommen die daher und zack, zack. Achso, nee, da muss ich ja eh. Ach, ich bin ja auch wieder so super intelligent, nicht? Da brauche ich ja die Half-Slaps. Half-Slaps. Habe ich keine da. Also machen wir uns kurz welche. 3 sind zu wenig. Genau, 6 reichen. Und jetzt so und so. Wunderbar. Und was können wir es auch noch hier, damit es symmetrisch ausschaut. Hier ist halt die Pisten drunter. Denn wenn nämlich das Schaf da drauf ist und alle geschoren sind, kann ich nämlich hier einfach aufmachen. Und dann kommen die Schafe hier unten durch. Und ich weiß, ihnen wachsen, glaube ich, soweit ich weiß, keine Wolle nach, aber ist ja eh egal. Denn dann habe ich hier einfach wieder ein bisschen Leben. Und unten sterben sie halt dann einfach so, oder ich kann halt hier dann ein bisschen EP farmen. Also Experience farmen, mit dem ich einfach mit meinem Schwert dann einfach pam mache und so. Ja, relativ simpel. Ich könnte es natürlich auch in Lava droppen, aber wie gesagt, bekomme ich keine Erfahrungspunkte und so weiter. Nun gut, ja, das war es jetzt erstmal zu diesem Video. Ich werde es jetzt noch ein bisschen umbauen. Das zählt nicht aus Let's Show, ist einfach nur Minecraft-Spezial aus der Let's Show-Welt oder so, nenne ich das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr beantwortet mir immer noch die Frage von der Let's Play-Welt wegen den Portaltoren, denn davor kann ich nicht weitermachen. Also geht's frühestens am Montag wieder los. Wegen Wochenende aufnehmen und so weiter. Also gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, tschaußen, euer Hodenkrebscreme. Subscribe.